Den elterlichen Hof zu übernehmen, konnte sich Tillmann Schwarzkopf am Ende seiner Schulzeit nicht unbedingt vorstellen. Uralte Maschinen, enorm viel körperlich schwere Arbeit, Verzicht auf Freizeit und Urlaub und hohe Sparsamkeit an allen Dingen des Lebens, um den Betrieb am Leben zu erhalten. Und heute? Heute wird der Familienbetrieb federführend von Tillmann und Bianca Schwarzkopf bewirtschaftet. Hier haben wir jetzt das Getreidelager, was neu gebaut wurde. Hier sehen wir dann drei große Silosäcke, in denen Dinkel, Weizen und Roggen gelagert wird. Das sind unsere Hauptgetreidearten. Diese Säcke sind verbunden, jeweils einzeln über eine Förderschnecke. Ja, wie kommt ein Bauer zu einer Mühle? Also Hintergrund vom geschichtlichen Ansatz war es so, dass ich den Betrieb von meinen Eltern 1993, 94 übernommen habe in den Jahren. Und dann haben wir seitdem erstmal viel Landwirtschaft gemacht und haben hier in Büschet die Situation, dass unser Hof sehr groß ist, was die Gebäude betrifft. Wir haben sehr viel Gebäudefläche, Dachflächen, und in dem Gebäude, in dem wir gerade stehen, da ist es so, dass das Dach ziemlich einsturzgefährdet war. Und wir mussten da irgendwas machen. Und nun sind 1.500 Quadratmeter Dachfläche schon eine ganze Menge, wenn da drunter nichts stattfindet. Und die Gebäude, die wir hier haben, sind eben für heutige landwirtschaftliche Zwecke in der Form nicht mehr nutzbar. Und da waren meine Frau und ich dann eben gefordert, was kann man da denn machen, gewerbliche Nutzung, und haben viele Ideen gehabt, in welche Richtung es gehen kann, und sind dann irgendwann da gelandet bei dem, was wir selber haben, nämlich Getreide. Wir sind ja nun Bauern per se und bauen selber Getreide an. Und dann ist der Gedanke nach und nach gereift, dass wir gesagt haben, was kann man denn aus dem Getreide machen. Naja, wir machen das ähnlich wie mein Cousin, der ist Winzer. Der liefert ja auch nicht nur die Weintraube ab und dann ist die Arbeit erledigt, sondern er geht ja auch in die Verarbeitung. Und auch dadurch, dass wir das volle Vollkornmehl vermahlen, also der Keim des Kornes im Mehl komplett enthalten ist und auch nicht irgendwie abgetötet wird vorher oder anschließend, also dadurch, dass die Enzyme des Keimes im Mehl sind und dadurch, dass das Mahlverfahren ein anderes ist, haben wir etwas andere Eigenschaften beim Backen mit diesem Mehl gegenüber einem Standard 0815 Mehl aus dem Laden. Das ist alles nagelneu. Das ist alles jetzt, ja, wir haben jetzt Anfang November. Die Mühle steht jetzt seit 1,5 Monaten, so wie sie hier steht. Am Samstag, dem 16. Oktober, war Eröffnung. Am Freitag, dem 15. Oktober um 18 Uhr wurden die Klotüren eingebaut. Also es war also sehr, sehr knapp. Aber es hat alles geklappt. Genau, also hier haben wir eine Auswahl der bisher bei uns im Anbau befindlichen Getreidearten. Die Hauptarten sind Weizen, Dinkel und Roggen. Und wir haben hier auch noch vorbereitet geschälten Emmer und ungeschältes Einkorn. Also so sieht Einkorn aus, wenn es vom Mähdrescher kommt und noch nicht geschält ist. Das müssen wir noch machen lassen. Das ist eine Spezialtechnik, die man dafür braucht. Das haben wir hier selber nicht im Betrieb. Genau, das sind unsere Hauptgetreidesorten. Sicherlich. Jetzt sehen wir Ihre hochwertige Technik. Was sehen wir genauer? Ja, wir sehen hier im oberen Bereich verschiedene Rohre und Antriebe. Und diese Rohre laufen alle hier in ein Rohr zusammen. Das sind die Zuführungsrohre, die aus dem Nachbarraum kommen, wo die Getreidesilos stehen, wo das gereinigte, aufbereitete Getreide in Silosäcken eingelagert ist. Und über jede einzelne Getreideart können wir jede einzelne Getreideart über eine einzelne Schnecke und eine einzelne Rohrleitung hier direkt zu der Mühle führen. Hier ist also ein Trichter, wo das Korn dann erstmal reinläuft. Hier ist nochmal ein sehr, sehr starker Magnet eingebaut für den Fall, dass aus diesen Rohren irgendwo eine metallische Abplatzung ist oder von einer Förderschnecke oder aus dem Mähdrescher. Hier werden also die Metallteile abgefangen, und das Kernstück der ganzen Mühle ist eben das hier. Das ist die eigentliche Mühle, mehr ist es nicht, alles andere ist
im Prinzip Beiwerk.